In diesem Video möchte ich meine Erfahrungen mit Mintos kundtun. Und zwar habe ich am 28.05.2019, also heute jetzt haben wir Anfang Februar 2021, das sind 20 Monate, habe ich 25.000 Euro investiert in Mintos. Habe ich mir damals auch gesucht als mögliche Anlagestrategie für risikoreichere Anlagen. Und das Portal funktioniert ja auch so, dass dieses Geld dann wiederum anderen Leuten als Kredit zur Verfügung gestellt wird. Und man kann hier relativ viele Sachen einstellen und auswählen. Ich muss dazu sagen, ich habe das auch mehr oder weniger gemacht, mich aber nicht wirklich drum gekümmert. Und manches verstehe ich auch nicht so richtig, weil wenn man das sich so anschaut, sieht es erstmal auf den ersten Blick nicht so schlecht aus. Also zum einen, ich habe 25.000 Euro investiert, der jetzige Kontostand ist jetzt bei 29.000, das ist ja erstmal ganz okay, würde ich mal sagen, für 20 Monate Investitionen, das könnte auch etwa hinkommen mit den 10% Rendite, das passt also soweit. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist dann dieser Teil, weil hier ist ja fast die Hälfte, nee, mehr als die Hälfte meines Geldes, ist ja überfällig. Also das gibt hier ganz, ganz viele Verzugszahlungen. Es sind ausgefallen nur 50 Euro bisher, das ist natürlich sehr beruhigend. Auch diese 60-Tage-Verzug sind sehr, sehr beruhigend. Nun weiß man aber nicht genau, was passiert denn eigentlich noch. Also wenn sich das so weiter fortführt, ist es ja okay. Heißt ja, dann fallen kaum Zahlungen aus und das Risiko ist wirklich sehr, sehr klein, wenn nur so wenig ausfällt. Aber man weiß ja nicht genau, was passiert. Und ich weiß auch nicht, wie ich an das Geld wieder rankomme, so ohne weiteres. Weil man kann zwar hier einige Sachen nachschauen und sich verändern. Aber wenn man das mal einfach so als normaler User sieht und man sieht dann hier so, so viele Informationen, dann bin ich dazu tatsächlich ein bisschen überfordert. Wenn ich hier auf Investieren klicke, dann kann ich meine Portfolios anlegen. Auch das habe ich ja, das habe ich irgendwann mal gemacht. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich kriege auch ganz schlecht raus, was damit es so richtig auf sich hat. Ich habe mich dafür entschieden, diese Portfolios anzulegen und bin da, habe dann damals gesagt, ich möchte das Geld da reinlegen in diese verschiedenen Strategien. Investiert wurden aber eigentlich immer nur hier die Hälfte, hier nur etwa zwei Drittel. Ich weiß auch nicht, was ich machen kann, damit mehr investiert wird. Und dann sind die Renditen dadurch ganz in Ordnung, das ist okay. Und weil ich eben hier nicht es schaffe, mehr Geld zu investieren, habe ich jetzt nochmal ein neues Portfolio angelegt mit einer anderen Risikoklasse. Und das habe ich vor 10 Minuten gemacht und jetzt wurden schon 386 Euro wieder investiert von den virtuellen 10.000, die ich da reingeschrieben habe. Wobei in Summe habe ich ja gar nicht so viel Geld jetzt eingezahlt. Und auch die nicht investierte Summe nimmt jetzt auf einmal ab. Ich nehme einfach mal an, dass in dieser Strategie nicht so viel Kredite zur Verfügung stehen und deswegen arbeitet das nicht in meinem Sinn. Also man muss sich dazu wahrscheinlich doch vielleicht mal näher beschäftigen und nicht wie ich, dass ich das einfach mal mache und dann gucke ich, was dann passiert und sammle meine Erfahrungen damit. Also das Portal in sich, denke ich mal, das ist schon ganz, ganz interessant. Man weiß jetzt nicht genau, wie viel am Ende wirklich rauskommt. Also selbst wenn ich die Kredite jetzt stoppen würde, ich habe keine Ahnung, wie lange die dann brauchen, bis ich die zur Verfügung hätte. Hier steht irgendwas von 3 Monaten, 21 Monaten. Also das kann auch sein, dass dann brauche ich mal mehrere Jahre, um dann an mein Geld wieder ranzukommen. Im Vergleich zu Swapper, was ich ja am anderen Video erklärt habe, da scheint das wirklich alles sehr, sehr viel schneller zu gehen, weil das kurzfristige Kredite sind. Hier hat man ja dann schon das Problem, das Geld bindet sich längerfristig. Ansonsten, also ich werde mal schauen, was denn hier die nächsten Jahre so passiert. Sieht erstmal nicht so schlecht aus. Alles, was über 2-3% ist im Endeffekt an Rendite auf so eine gefühlt sichere Art, ist ja ganz okay. 5%, 6% wäre dadurch dann schon angenehmer. Wie es hier steht bei 10%, das wäre dadurch ein Traum, wenn sich das wirklich am Ende dann verzinsen lässt. Das ist auch übrigens so etwa an der Werbung, dass man die 10% erreichen kann. Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, das passt einigermaßen. Ja, das wären so die Erfahrungen zu Mintos. Wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, also das Webber-Portfolio hat mir im Grunde besser gefallen, weil es einfacher zu verstehen ist. Aber die Entscheidung überlasse ich Ihnen, was Sie damit anfangen möchten.